Hallo liebe Messerfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich was ganz Besonderes, was ich euch zeigen kann. Es geht um ein Messer, das seit ein paar Jahren auf dem internationalen Markt verfügbar ist und unter anderem in den USA und auf der ganzen Welt wahnsinnig erfolgreich ist. Es hat eine riesige Fangemeinde und bislang war es nicht in Deutschland zu haben. Und zwar der Honey Badger Flipper. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen und habe gesehen, dass es jetzt auch in Deutschland auf den Markt kommt. Und ich war total begeistert, habe es mir sofort geschnappt. Und wenn es auch nur halbwegs stimmt, was ich über das Messer gehört habe, dann bin ich mir sicher, wird es auch bei uns einschlagen wie eine Bombe und viele, viele Anhänger finden. In diesem Video mache ich mit euch das Unboxing, sodass ihr einen ersten Eindruck bekommt. Und ich freue mich besonders, da es zum aktuellen Zeitpunkt kein einziges weiteres deutschsprachiges Video zu dem Messer gibt und dass ich es euch vorstellen kann. Mit dem nächsten Video kommt ein detailliertes Review zu dem Messer, bei dem wir uns die Features ganz genau anschauen. Deswegen, ich blende es auch mal auf einer Infokarte da oben ein. Ansonsten unten in der Videobeschreibung werde ich es verlinken. Bevor wir mit dem Unboxing loslegen, noch folgender Hinweis. Wenn ihr keine spannenden Videos zu diesem und zu vielen weiteren spannenden Messern mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal Tommy's Gear. Außerdem freue ich mich über euer Feedback zum Video in den Kommentaren oder einen Daumen nach oben. So, da ich es vor Spannung kaum noch aushalten kann, würde ich sagen, legen wir los und schauen mal, was hier drin ist in dem Paket. So, ich würde sagen, standesgemäß mit dem Manly Wasp. Ja, es handelt sich um meine erste Bestellung bei der Firma Böker. Böker ist die Firma, die das Messer in Deutschland im Vertrieb hat. Wie viele andere Messermarken hat sich Böker das Messer geschnappt und ich bin mir sicher, dass sie es nicht bereuen werden, dass sie sich dafür entschieden haben. Da haben wir auch schon die Packung. Sehr schön, ganz schlicht mit dem berühmten Honigdachs auf der Verpackung. Und was haben wir noch? Ja, noch ein paar Informationen zu Böker, Beilage und vermutlich die Rechnung. Ja, super. Dann wenden wir uns mal dem Wesentlichen zu. Schauen wir mal, was auf der Verpackung noch drauf ist. Ja, also wir haben hier das Modell. Es gibt verschiedene Ausführungen, da werde ich detailliert auch nochmal in dem Review drüber berichten. Hier haben wir jetzt die etwas gehobene Variante, die ist auch ein bisschen im Preis, ein wenig höher wie die anderen Messer und die ist auch von der Klinge her ein klein bisschen anders. Und hier haben wir die Variante in Schwarz und mit D2 Klinge. Also mal auf der anderen Seite, hier steht es auch nochmal, hier haben wir den Honey Badger Flipper D2 Stahl, die kleine Variante in Schwarz. Und ist es so, es gibt verschiedene Messer vom Honey Badger. Im Review gebe ich euch noch einen Überblick über die Produktpalette. Es gibt also noch da weitere Messer und die meisten Messer werden in der Variante mit einem D2 Stahl als Klingenstahl angeboten und in verschiedenen Größen und Farben. Und hier eben die Variante, die kleine Variante in Schwarz. Die Verpackung macht einen guten Eindruck, ist hier leicht berieben, ist jetzt, glaube ich, bei dem Material nicht verwunderlich, gefällt mir gut. Wir haben hier so einen Verschluss mit einem magnetischen Verschluss, hat auch einen guten Eindruck. Dann ein Beiheft, Honey Badger Don't Care, Produktinformationen und Garantie. Da haben wir das Messer. Klein, wirklich, ist es wirklich, sieht aus wie ein bisschen zu klein geraten. Schauen wir uns gleich genau an. Und dann noch ein, ja, so ein Torx-Imbus, dass man es auch aufmachen kann. Ganz praktisch. Hat auch, wie man sieht, naja,
zwei Größen mit, nämlich offensichtlich braucht man zwei Größen für dieses Messer. Und da haben wir es. Also wirklich ein schönes kleines Messer. Und das Besondere auch hier, oder was auch Teil des Erfolgs ausmacht von dem Messer, dass es für einen relativ niedrigen Preisbereich, also das hier liegt wie gesagt ein bisschen höher, weil es D2 Stahl ist. Das liegt jetzt bei ja, knapp 58 Euro. Aber die Einstiegsvariante, die Einsteigervariante liegt bei so um die 35 Euro. Und wir haben bereits hier eine Kugel gelagerte Klinge und dadurch ist die Action oder soll die Action sehr, sehr gut sein. Schauen wir mal. Ja, also es springt richtig raus. Macht Spaß. Gut, dann so viel dazu. Und ich würde sagen, im Review schauen wir es uns dann ganz genau an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.